Meine Sorge ist, dass wir jetzt wieder in eine Situation laufen, in der wir im Sommer im Biergarten sitzen, das trügerische Gefühl haben, Corona ist ja eigentlich schon vorbei und dann das böse Erwachen im Herbst erleben, wieder über Nacht in Stationen, Teststationen hochfahren müssen, wieder nicht organisiert sind, um da gut durchzukommen. Mit Blick auf die Krankenhäuser in der Region wird klar, die steigenden Zahlen durch die Omikron-Subvariante BA5 machen sich bemerkbar. Wir kämpfen tagtäglich mit zunehmenden Ausfällen, sei es mit Corona-Infektionen, auch beim Personal, sei es aber auch mit anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Atemwegserkrankungen oder Erkältungskrankheiten, was ja auch ganz normal ist. Die Ausfallquote beträgt derzeit knapp 30%. Und das, während das Klinikum unter Volllast fährt. Die Patientenauslastung ist nach wie vor hoch und die Covid-positiven Patienten steigen ebenso an. Also auch da sind wir jetzt wieder um die knapp 40 Patienten am Wochenende. Im Herbst wird die Zahl vermutlich steigen. Für Fabian Mehring reichen die Rahmenbedingungen des Bundes zur Pandemiebekämpfung nicht aus. Derzeit hätten wir ja nicht mal die Chance, unter der Maßgabe, dass jetzt wieder eine Variante mit schweren Verläufen auftreten würde, auch nur Maskenpflicht in Innenräumen oder Ähnliches anzuordnen.